Herzlich willkommen im Krone AT Sportstudio. Ich freue mich über den Besuch von Johanna Constantini. Sie ist Psychologin und Tochter des an Demenz erkrankten ehemaligen Fußballteamchefs Didi Constantini. Und darüber hat sie ein Buch geschrieben, dieses nämlich. Abseits heißt es, und darüber mag ich ganz gern sprechen. Hallo Johanna Constantini. Hallo. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ich mag den Beginn des Gesprächs gern dazu nutzen, um ein bisschen Selbstreflexion zu betreiben. Weil dazu hat das Buch oder die Lektüre des Buches schon angeregt, dass ich meine eigene Position als Journalist bzw. ganz generell die Arbeit der Journalisten versucht habe, ein bisschen zu hinterfragen. Denn Johanna Constantini widmet dem Umgang der Medien mit dem Fall unter Anführungszeichen Didi Constantini schon einen gewichtigen Platz, mag ich einmal sagen, in diesem Buch. Ausgangspunkt war der Unfall von Didi Constantini im Juni 2019. Und Sie hinterfragen sehr intensiv, so mag ich das einmal formulieren, warum dann recht bald einmal die eine oder andere Schlagzeile aufgetaucht ist, vor allem warum dann der volle Name von Didi Constantini recht bald einmal den Weg an die Öffentlichkeit gefunden hat. Erstens, haben Sie schon Erklärungen dafür, warum das in der Art und Weise geschehen ist? Und zweitens, wie geht es Ihnen jetzt, wenn Sie im Zuge Ihrer Buch-Promotion unter Anführungszeichen mit den gleichen Medien oder den gleichen Journalisten sprechen müssen, die über den Unfall, sagen wir mal, unzulänglich berichtet haben, nach Ihrem Dafürhalten? Also ich muss sagen, wie ging es mir damals? Damals waren wir einfach auch geschockt. Das war ein Unfall, der so plötzlich passiert ist, dass wir da auch überwältigt gewesen sind und uns natürlich auch geärgert haben als Familie, dass so schnell darüber geschrieben wird und berichtet wird, vor allem mit dem vollen Namen. Das liegt aber natürlich daran, dass der Papa eine Person des öffentlichen Interesses ist und dass... Das ist wahrscheinlich die Position, auf die sich dann die Journalisten zurückziehen. Ja? Genau, also so ist es. Ich will mir da eh nicht ausnehmen. Wie gesagt, das hat ein bisschen dazu beigetragen, dass man auch selbst hinterfragt, was man da eigentlich so tut. Genau, so ist es. Aber in den letzten Monaten, muss ich sagen, wurde ich etwas versöhnlicher und gehe deshalb jetzt auch an die Öffentlichkeit und hoffe auch darauf, dass das Buch in vielen Medien präsentiert wird, um anderen auch damit zu helfen. Also das ist jetzt sozusagen die andere Seite der Medaille oder die andere Seite der Bekanntheit, die wir jetzt nutzen als Familie. Was ich auch ganz interessant fand, ist der Umstand, dass Sie ja versuchen, mit diesem Buch ein bisschen mehr Verständnis zu schaffen für das Thema Demenz. Und da stellt Johanna Constantini in dem Buch die Frage, wie soll ich es zu mehr Akzeptanz bringen, sozusagen, wenn von diversen Medien der Fall Didi Constantini als Drama bezeichnet wird? Jetzt wäre meine ein bisschen plumpe Gegenfrage, ist das nicht etwas sehr Menschliches, wenn man hört, okay, da ist jemand an Demenz erkrankt, das sofort als Drama zu kategorisieren? Ist das nicht ein gesellschaftliches und weniger ein journalistisches Problem? Ja, das ist es sicher auch. Es ist sicherlich auch ein gesellschaftliches. Natürlich klickt das Drama sozusagen besser als die Demenzgeschichte, aber es ist sicherlich auch ein gesellschaftliches Problem, weil man von demenzkranken Menschen immer die schlimmsten Geschichten hört, beziehungsweise es die nur nach außen schaffen. Und wir wollten eben als Familie mit dem Buch und mit seinen Inhalten auch zeigen, dass da viele andere Geschichten noch mit reinspielen und dass Demenz zu haben nicht ein Drama bedeutet. Jetzt schreiben Sie aber selbst schon in diesem Buch, dass eine Ihrer größten Ängste es ist, dass Ihr Vater Didi Constantini eines Tages sich vielleicht an überhaupt nichts mehr erinnern kann, was er als Vater so alles erlebt hat mit Ihnen. Wie real ist denn diese Angst mit Status quo? Das heißt, wie ausgeprägt ist die Krankheit im Moment? Wie geht es Didi Constantini? Also ich sage immer, ihm geht es soweit gut, den Umständen entsprechend, muss ich sagen. Aber er ist großteils zufrieden, auch weil er so viel noch am alltäglichen Leben teilnehmen kann. Also er wird von seinen Freunden abgeholt, geht zu Stammtischrunden, schafft es auch noch auf den Fußballplatz und schaut sich Spiele an. Das ist wirklich was, wo wir auch merken, das ist sehr, sehr wichtig für ihn, so wie es auch für andere wichtig wäre, an dem Leben teilzunehmen. Ob er uns irgendwann vergisst, diese Angst spielt immer mit. Und wenn es so ist, dann wird es auch keine schöne Phase im Leben sein und wir werden uns damit arrangieren müssen. Aber ich für mich persönlich probiere doch, so gut es geht, in der Gegenwart zu bleiben und die mit ihm zu genießen, bestmöglich. In welchen Phasen wird seine Krankheit besonders sichtbar? Woran merkt man, blöd gesagt, da hat es was? Man bemerkt es immer. Also im Alltagsleben, das ist einfach so, dass bei einer Demenz die Orientierungsschwierigkeiten aufkommen, die Merkfähigkeit ist eingeschränkt, auch die Wortfindung oftmals. Man kann jetzt nicht sagen, es gibt Momente, wo man es überhaupt nicht merkt, wobei ich das vielleicht korrigieren müsste, weil er hat schon immer noch den lockeren Spruch auf den Lippen. Und so wie er als Person ist, so ist er auch geblieben bis heute. Aber die Frage, die einem Durchschnittsbürger wahrscheinlich als erstes in den Sinn kommt, wenn er hört Demenz, ist, naja, kennt er seine Familienangehörigen noch? Ist das aktuell der Fall? Ja, absolut. Das war auch nie anders und das ist auch was uns
an uns oft herangetragen wird, eben diese Frage, kennt ihr euch noch? Weil das mit Demenz im Allgemeinen sehr stark verbunden wird, auch verständlicherweise in den späteren schweren Stadien, wobei das auch nicht immer sein muss und wobei es auch sehr lange nicht der Fall sein muss. Wie sieht denn so der durchschnittliche Alltag des Didi Constantini aktuell aus? Was tut er so den ganzen Tag? Also er lebt ja nach wie vor im Stubaital in Telfes mit meiner Mama zusammen und da beginnt der Tag meistens mit einem ausgedehnten Spaziergang in den Wäldern, in den Bergen. Er ist nach wie vor körperlich sehr fit und möchte deshalb auch viel rausgehen. Dann wird er an sehr, sehr vielen Tagen in der Woche abgeholt, zum Beispiel von Freunden, die ihn dann mit in die Stadt nehmen, auf einen Café gehen, sofern es möglich ist, jetzt in Corona und etwas anderen Zeiten. Dann genießt er aber auch seine Pausen. Es hat auch etwas gebraucht, wie ich es im Buch beschreibe, eben auch Pausen zu genießen. Das kannte er seit seiner Karriere ja nicht wirklich, immer von A nach B rasend. Und meistens ist es im Familienkreis so, dass der Tag dann auch zu Ende geht und ausklingt. Die ersten Stimmungsschwankungen oder Stimmungswechsel, so glaube ich, bezeichnen Sie es im Buch, die sind 2011 rund um seinen Rücktritt als Teamchef offensichtlich geworden. Jetzt sehr plump und vereinfacht und heruntergebrochen nachgefragt, kann man von einem klassischen Pensionsschock sprechen? Und inwieweit ist es psychologisch belegt, dass so ein Pensionsschock womöglich Demenz wahrscheinlich nicht auslösen, aber vielleicht befördern kann? Oder ist der Umkehrschluss eher der andere, dass die Krankheit da war und die womöglich den Pensionsschock befördert hat? Was zuerst da war, das kann man heute nicht mehr mit Sicherheit sagen. Aber es war ganz sicher so, dass der Schock durch diesen Pensionseintritt, was es schon war, also auch ein depressiver Zustand, einen Verlauf begünstigt haben könnte, also einen beginnenden Krankheitsverlauf in die Demenz hinein. Das weiß man auch heute, dass es so ist, dass Depressionen das Risiko einer Demenzerkrankung um gut die Hälfte erhöhen. Also sich da wirklich für die Pension etwas vorzunehmen, neue Perspektiven zu schaffen, ist sicherlich eine Botschaft, die für viele andere auch wichtig sein kann. Ist die Frage zulässig, warum dieser Pensionsschock ausgerechnet einen Typen wie Didi Constantini trifft, von dem man weiß, dass er, wie Sie ja selbst sagen, immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hat, eigentlich recht unbekümmert gewirkt hat, zumindest nach außen hin, und auch selbst immer wieder gesagt hat, das schreiben Sie ja auch in dem Buch, es gibt Schlimmeres als Fußballtrainer momentan keinen Job zu haben. Es gibt dafür ärgere Schicksale, denen ich Gott sei Dank nicht ausgesetzt bin. Und noch dazu, das weiß man ja auch, verdient man als Fußballtrainer in diesen Etagen, in denen Didi Constantini heute tätig war, überdurchschnittlich gut. Das heißt, die finanziellen Sorgen wären es ja wohl auch nicht gewesen sein. Nein, absolut. Aber die Frage ist auf jeden Fall zulässig, weil man an dem Beispiel von meinem Papa sieht, dass es da schon wirklich jeden treffen kann. Also auch der größte Sunnyboy und der gefeiertste Fußballtrainer, dem kann es so gehen. Und das soll wirklich auch nochmal verdeutlichen, dass da niemand davor gefeit ist, psychisch zu erkranken. Wie sehr hat denn der Vater auch in der Zeit, als die Erkrankung öffentlich und bekannt wurde, dann den Tiroler Sturschädel raushängen lassen, den man ihm ja auch manchmal umgehängt hat, beziehungsweise die Etikette, die man ihm manchmal auch umgehängt hat. Und zwar zielt die Frage in die Richtung, wie schwierig es war, ihn dazu zu bewegen, sich professionelle Hilfe zu suchen. Weil auch daran hört man ja immer wieder, scheitert es sehr oft. Ja, absolut. Zum Teil auch verständlich, wie ich finde, weil man sich ja selbst nicht so gern damit befasst, dass man möglicherweise krank ist oder etwas nicht mehr so gut kann wie vielleicht früher. Den Sturschädel, den kann er schon auch in der Familie raushängen lassen. Also das stimmt, konnte er auch. Das hat schon ein Weilchen gebraucht, bis wir ihn auch dazu motivieren konnten, sich Hilfe zu suchen. Aber es ist immerhin dann geglückt. Zum Glück so, dass er es auch von sich aus angenommen hat, weil wenn Menschen das nicht von sich aus annehmen, Hilfe zu suchen, dann funktioniert es auch nicht. Ich nehme natürlich auch an, dass es darauf ankommt, mit welchen Personen man Zeit seines Lebens zusammenarbeitet und das dann wiederum Rückschlüsse darauf lässt, wie man sozialisiert ist und wie man so als Persönlichkeit sich entwickelt. Jetzt kann man wahrscheinlich über Didi Constantini gar nicht sprechen, ohne nicht gleichzeitig den Namen Ernst Happel fallen zu lassen, der in diesem Buch natürlich auch einen gewissen Part innehat. Happel galt ja auch als der harte Hund, mitunter der Peitschenknaller, der zu den Spielern gesagt hat, ich brauche keine Staubsaugervertreter, ich will nur Fußballer, wenn es reden will, jetzt muss Staubsaugervertreter werden. Kann das auch auf Didi Constantini abgefärbt haben? Und zwar in der Richtung, dass er eben vielleicht nicht sofort offen ist, um sich Hilfe zu suchen, was Happel wahrscheinlich auch nicht getan hätte. Ja, das glaube ich absolut, dass ihn der Ernst Happel sehr geprägt hat, sehr als Trainer, aber auch als Mensch. Also er hat ihn auch vor uns Kindern immer als guten Freund und eigentlich Vorbild, Vaterrolle bezeichnet. Und da bin ich mir sicher, dass diese alte Schule, diese veralteten Sichtweisen, wenn man so will, auch vor allem im Sportbereich auf Papa abgefärbt haben. Was war er für ein Papa?
Sie schreiben ja auch, dass er ein sehr liebenswürdiger wäre, der gerne, ich glaube, den Sheriff von Notting Hill auch ganz gut, Nottingham, um Gottes Willen, mimen hat können und darstellen hat können. Und das, obwohl er sehr viel unterwegs war natürlich. Mhm. Wie sind Sie als Kind damit umgegangen, dass der Papa halt nicht immer greifbar war? Also ich muss gleich sagen, er ist immer noch ein großartiger Papa, also er war es nicht nur. Wir sind damit ganz gut umgegangen, weil er immer, wenn er da war, mit uns sehr intensiv und sehr viel Zeit verbracht hat. Also es stimmt schon, er war viel unterwegs, er war beruflich viel auf Reisen, aber wenn er dann bei uns zu Hause war, bei seiner Familie, dann war die Zeit wirklich sehr gut ausgenutzt und es war ihm immer auch sehr, sehr wichtig. Abgesehen davon haben wir ihn auch an seine diversen beruflichen Stationen begleitet und waren da immer sehr, sehr stolz darauf, dass wir mitten drin statt nur dabei sein konnten, sozusagen. Und jetzt sind Sie dieser Tage aktuell, nehme ich zumindest an, vordergründig als Tochter gefordert und vielleicht weniger als Psychologin und müssen in dieser Funktion natürlich auch Entscheidungen treffen für den Papa, beziehungsweise heikle Fragen beantworten. Auch das beschreiben Sie, wie das damals vonstatten gegangen ist, als es galt, diesen Unfall zu rekonstruieren. Wie oft sind Sie persönlich denn überfordert oder gelangen Sie denn persönlich mit dieser Situation an Ihre Grenzen? Ich gelange schon an meine Grenzen, aber ich muss sagen, ich habe das Gefühl, ich kann das recht gut dann für mich mit mir ausmachen. Und das liegt auch nicht zuletzt daran, dass ich mich viel mit Papa austausche. Also, dass ich versuche, ihn so gut wie möglich in alles einzubinden, was ich oder was wir als Familie für ihn entscheiden. Das machen wir aber in der gesamten Familie so, damit er auch nie das Gefühl hat, dass wir ihn bei irgendeinem Thema überfahren wollen, weil das wollen wir bei Gott nicht. Und es ist einfach so, dass bei dieser Erkrankung Verantwortungsübernahme von Drittpersonen sozusagen eine große Rolle spielt. Wie schauen so Diskussionen aus, beziehungsweise Entscheidungsfindungen aus? Wie sehr äußert er sich zu gewissen Themen und ab wann sagt er, macht ihr das für mich? Wie sehr er sich äußert, das kommt jetzt ganz auf die Themen an, aber beim Buch zum Beispiel habe ich ihn gefragt, ob er Sinn darin sieht, dass man wirklich mit dieser Demenz und mit der Erkrankung, wie sie sich entwickelt hat, an die Öffentlichkeit geht. Und da hat er eigentlich gleich gesagt, ja, das machen wir so und da gehen wir raus und eben auch mit der Intention, dass andere an die Öffentlichkeit gehen oder beziehungsweise am Leben weiter teilhaben. Und wie es dann im Detail vonstatten gehen soll, also auf was ich mich beziehe in dem Buch, da vertraut er mir und dann sagt er dann auch, du machst es schon und weißt, dass ich ihn da nicht deformieren werde, sondern das so gestalte, dass es ihm und allen hilft. Verfolgt er Ihre medialen Auftritte dieser Tage? Zum Teil, ja. Gibt es dann so Spielanalysen wie nach dem Spiel und sagt, Kind, das hättest du anders machen können? Ich hoffe nicht, weil er war ja dann doch oft sehr kritisch bei den Spielanalysen, aber wir werden sehen. Jetzt gibt es dieser Tage oder aktuell 130.000 Betroffene, also Demenzerkrankte in Österreich. Bis zum Jahr 2050, glaube ich, schreiben Sie in dem Buch, wird sich die Zahl Prognosen zufolge sogar verdoppeln. Das heißt, Sie zeigen ja auch auf, dass das alles andere als ein Einzelfenomen ist und Sie zeigen auch auf, dass es infrastrukturell durchaus noch Potenzial nach oben gibt, was Beratungsstellen gibt, was Betreuungsmöglichkeiten angeht. Wie sehr haben Sie denn das Gefühl, mit diesem Buch diesbezüglich tatsächlich etwas bewegen zu können? Ja, also die Hoffnung ist zumindest sehr, sehr groß, dass ich etwas bewegen kann, eben weil Dinge aufgezeigt werden, die noch fehlend sind. Es gibt zwar Schritte in die richtige Richtung, aber dennoch glaube ich, dass vor allem das gesellschaftliche Leben noch vielfach vereinfacht werden könnte. Und ich hoffe doch, damit auch viele Menschen erreichen zu können, die am richtigen Hebel vor allem auch sitzen, um etwas verändern zu wollen und zu können. Jetzt ist das, was Sie tun, ja wahrscheinlich trotzdem ein bisschen eine ambivalente Angelegenheit. Zum einen nützen Sie natürlich die Prominenz des Namens Didi Constantini, um auf ein Problem aufmerksam zu machen. Zeitgleich müssen Sie sich wahrscheinlich auch Kommentare gefallen lassen von wegen, naja, das ist halt jetzt ein Prominenter und der kassiert jetzt die ganze Aufmerksamkeit, während es hunderttausende ähnlicher Fälle gibt, für die sich kein Mensch interessiert, heruntergebrochen formuliert. Wie versuchen Sie denn da den richtigen Weg zu finden? Ja, ob es den gibt, das weiß ich nicht immer und das ist auch eine Gratwanderung und es gibt eben, wie Sie sagen, immer kritische Stimmen, aber mir persönlich wäre auch lieber, mein Papa wäre nicht krank und wir müssten mit der Geschichte nicht an die Öffentlichkeit gehen, aber so findet man vielleicht für sich einfach mehr Sinn dahinter und ich hoffe doch, dass auch diejenigen, die dann kritisch sind und vielleicht sich nicht gefühlt sehen, dass sie dann im zweiten Schritt auch Vorteile daraus ziehen können, dass wir eben vorgehen in dem Fall. Wie sehr ist denn Fußball aktuell noch ein Thema im Hause Constantini und was tut sich bei den Nachwuchscamps, die Constantini, glaube ich, seit über 20 Jahren inzwischen betreibt?
Genau, also Fußball ist dahingehend ein Thema, dass eben die Nachwuchscamps von Papa noch besucht werden, dass auch regelmäßig, wenn sie also im auch Sommer von ihm selbst. stattfinden. Ja, genau, also er geht dann auch einen Besuch abstatten. Die Kinder freuen sich nach wie vor sehr auf ihn, was ja spannend ist, weil die Generation dann doch schon so weit fortgeschritten ist, dass sie den Papa nicht mehr als aktiven Trainer kennen. Aber dennoch, und die Camps leitet Andi Schiener, ehemaliger Spieler von Papa, und die machen das eigentlich immer in Abstimmung gemeinsam, welche Orte kommen und wo die Camps eben ausgetragen werden. Und ansonsten ist Fußball ein Thema, wenn er selbst live ins Stadion geht. Das, also das tut er tut nach er wie gern. vor. Ja, genau, das schaut er sich gern Spiele an. Im Fernsehen muss er nicht mehr jedes Spiel verfolgen. Manchmal ärgert er sich auch. Tun Sie das oder wie ist es um Ihre Fußballexpertise bestellt? Können Sie mit dem Papa auf Augenhöhe diskutieren? Nein, auf Augenhöhe nicht. Also das Abseits hat er mir wirklich oft erzählt, erklärt. Das kann ich mittlerweile, glaube ich, ganz gut wiedergeben. Aber ich gehe mit ihm mit. Ich begleite ihn sehr gerne zu den Spielen, aber würde mir jetzt von mir aus alleine kein Spiel anschauen. Ich mag zum Abschluss noch einmal auf das Thema Pensionsschock zu sprechen kommen. Das werden wir jetzt wahrscheinlich so nicht verifizieren können, aber ist es eine zulässige These zu behaupten, dass wenn Didi Konstantini einen anderen oder nachher noch einen weiteren Job gefunden hätte oder ausgeübt hätte, sich das Problem Demenz zumindest nach hinten verlagert hätte? Also ist Arbeit Therapie? Kann Arbeit Therapie sein? Arbeit kann Therapie sein, vieles andere kann Therapie sein. Beschäftigung, Sinnfindung, Hobbys, etwas, was man gerne tut. Trotzdem, davor gefeit ist eben niemand, aber man kann präventiv natürlich schauen, dass man Dinge in seinem Leben hat, die Freude bringen, auch wenn die Arbeit dann wegfällt. Ob es im Fall von meinem Papa dazu geführt hat, dass die Krankheit später eintritt, das kann man nicht mehr mit Sicherheit sagen. Was wünschen Sie sich denn von der Gesellschaft hinsichtlich des Umgangs mit Demenz, was die Zukunft betrifft? Ich wünsche mir, dass die Gesellschaft auch auf andere schaut. Also vielleicht, um nochmal zu Beginn dieses Interviews zu kommen, wir werden sehr intensiv gesehen, aber ich wünsche mir, dass die Gesellschaft auch auf andere Einzelpersonen schaut, denen es vielleicht phasenweise nicht so gut geht und da mehr unterstützt. Wie kann man als Gesellschaft das Problem Demenz in den Griff bekommen, ist jetzt wahrscheinlich zu hochtrabend, aber besser bewältigen und besser verstehen? Indem man Strukturen schafft, wo die Menschen weiterhin teilnehmen können und dadurch auch sieht, dass Demenzpatienten nicht eben von einem Drama nur überschattet sind, sondern auch noch sehr lange, sehr gut am Leben teilnehmen könnten. Was wünschen Sie Ihrem Vater und was dürfen wir ihm dann stellvertretend wünschen? Ich wünsche ihm, glücklich zu sein und zufrieden und das Leben so gut es geht unter allen Umständen zu genießen zu können. Alles klar, dann bedanke ich mich jetzt schon einmal für den Besuch. Das waren wirklich sehr interessante Einblicke in das Phänomen Demenz. Und zum Abschluss darf ich noch einmal den obligaten Hinweis auf das Buch anbringen. Das ist es also, Johanna Konstantini, Abseits, das man ab sofort wo erwerben kann? In allen möglichen Buchhandlungen und im Internet. Also dann wünsche ich viel Freude mit der Lektüre dieses Buches, zumindest erkenntnisreiche Lektüre. Ob es Freude vermittelt, weiß ich. Ist es ein Antrieb von Ihnen, auch Freude zu vermitteln mit dem Buch? Ja, ich glaube, wir haben auch viel Leichtigkeit in unserem Leben. Ja, also liest sich tatsächlich gut, sofern ich das behaupten kann. Vielen Dank für Ihren Besuch, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.